Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von SimCity 4 Deluxe Edition mit dem SC4 Launcher. Dadurch habt ihr auch größere Auflösung, könnt mehr einstellen. Und ja, das super Spiel vom Jahr 2000, 2001 ungefähr. Oder 2002 sogar. Aber ist halt schon alt, aber es bietet viel mehr, wie zum Beispiel City Skylines oder andere Aufbausimulationen. Also ich finde es immer noch mega motivierend und deshalb möchte ich gerne ein Let's Play davon machen. Ich werde mal schauen, dass wir eine optimale Stadt machen. Wir werden jetzt einfach mal ohne Wasser spielen und ohne Berge, Hügel. Wir können dann immer noch andere Städte bauen und ich werde hier auch jetzt erstmal nur Chicago 1890 nehmen. Mal schauen, wie es aussieht. Wir können dann immer wechseln. Ihr dürft es gerne sagen. Okay, Drago, bitte wechsel mal das Layout. Auch mal kunterbunt, das Bild als Dice Appearance. Und jo, ich habe das versucht, auch auf Deutsch zu bringen, aber es geht nicht. Irgendwie hat auch Good Old Games Galaxy irgendwie Probleme. Ich habe alles geändert. Ich habe die Language Configuration umgestellt und dann auch auf Deutsch gestellt. Aber irgendwie geht es mit dem SC4 Launcher nicht auf Deutsch. Also tut mir leid, keine deutsche Version. Ich kann alles übersetzen eigentlich, so gut wie es geht. Und ja, ich muss ein bisschen leiser machen, die Musik ist mega laut bei mir. So. Ich habe jetzt hier einfach Wald gemacht. Wir wollen ja Dragonia, wie ich die Stadt genannt habe. Natürlich auch gerne ein bisschen waldig haben noch. Und ich habe ganz viele Tiere versteckt, die jetzt einfach nicht mehr da sind. Ein paar, also eigentlich sollten sie da sein, aber ja, da sind sie. Die können sich ja nicht bewegen, weil jetzt momentan Pause ist, genau. Jo, also, dann fangen wir mal an. Wir machen einfach so eine optimale Stadt wie möglich. Ich habe irgendwie Gefühl, es leckt ein bisschen beim Scrollen. Ja, wahrscheinlich einfach zu viel Wald und Tiere in der Nähe. Aber es sollte eigentlich nicht lecken. Gut, dann versuchen wir einfach mal ein paar Grundstücke zu machen. Das Problem ist einfach, ja, die Straßen sind nicht immer perfekt. Also, ihr seht jetzt gerade momentan keine Straßen, deshalb muss ich mal umschalten. Ja, das geht auch nicht. Okay, das kriegen wir schon hin, aber ja, es ist halt ein bisschen doof, wenn es so ist. Wir machen jetzt mal, wir haben genügend Geld, machen wir mal so groß. Industrie müssen wir immer in die Ecke machen. Da machen. Nehmen wir zuerst mal ein Kraftwerk. Ich muss leider irgendwie eins nehmen, das sehr viel Strom gibt. Kann später immer noch auf natürliche Energie gehen. Also zum Beispiel hier, ja, später das Solarkraftwerke. Ich werde die wahrscheinlich dann irgendwann mal früh nehmen müssen. Kosten halt viel mehr. Aber sie sind viel besser. Okay, dann nehmen wir hier, ich bin nicht sicher, was ich nehmen soll. Kohle macht halt viel Verschmutzung. Ja, dann müssen wir die nehmen, hä? Ist aber teuer. Ist teuer, aber wir müssen das Kraftwerk nehmen. Ganz in die Ecke. Und dann machen wir einfach mal zum Beispiel hier. Auf Landwirtschaft, ich weiß nicht, also eventuell brauchen sie es, aber es macht halt mega Wasserverschmutzung vor allem. Da bin ich nicht sicher, ob ich das jetzt nehme oder nicht. Ich kann gerne noch ein bisschen mehr erklären, also eben man muss halt schauen, dass die Straßen wirklich gut sind. Man darf ja nicht irgendwie so machen, dass es Stau gibt oder sonst irgendwas. Weil sonst gibt es halt Stau. Und ja, man muss halt die Straßen immer wieder verbessern. Ich werde jetzt extra mal nicht mit Neighborhoods, also mit Nachbarstädten spielen, weil ich glaube, das tut dann auch ein bisschen so, dass ja die Challenge ein bisschen wegmachen. Ich könnte es schon machen, aber ich habe irgendwie keine Lust dafür darauf. Ja. Machen wir das mal so. Ich sehe jetzt leider wegen dem Wald jetzt nicht gerade so viel. Jetzt müssen wir die besseren Straßen nehmen, sonst haben wir dann Stau. Und jetzt machen wir einfach mal hier rüber. Ja, irgendwie geht es schon, ich sehe einfach gar nichts. So, jetzt.
machen wir hier runter und dann noch hier rüber und dann haben wir eigentlich einen guten Weg. Hier werde ich mal nicht machen. So, jetzt müssen wir hier einfach nochmal ein bisschen kombinieren. Objektiv mal ist einfach ein Haar zu machen, zum Beispiel. Und das Wichtigste ist eigentlich Bushaltestellen und so weiter mit Parkhäuser. Ja, ich weiß nicht, Parkhäuser noch nicht. Wir machen jetzt einfach mal Busstops. Und zwar eigentlich vor allem hier oben. Einfach mal ein bisschen kombinieren. Zum Beispiel hier noch. Dann irgendwo hier unten. Wir müssen noch mehr Wege machen. Okay. Ja. Ich sollte auch nicht zu viele Straßen bauen. Sonst beschweren sich wieder die... also hier haben wir immer so eine Anzeige, was zum Beispiel gut ist. Und der Straßentypi, der nervt die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wieso sie das eingebaut haben, aber es muss doch nicht jede Minute irgendwie 20 Sachen sein. Da ist etwas, da ist etwas. Vielleicht kann man das auch verändern, aber ich weiß nicht wo. Okay, das ist ein D-News-Ding. Okay, dann machen wir wieder Busstops. Jetzt machen wir hier mal einen am besten. Dann unbedingt hier einen. Machen wir mal hier auch noch einen Busstopp. Ich hoffe, das ist jetzt hier gut kombiniert. Hier. Sonst haben wir ein Problem. Und dann machen wir noch hier einen Busstopp. So, das reicht völlig aus, oder? Ich weiß nicht, wie viel Reichweite die haben. Das müssen wir alles herausfinden. So, Subway machen wir später. Maut könnte ich vielleicht noch machen, aber das gibt Stau. Elevated Rail, also Hochschienenspurbahn, machen wir auch noch nicht. Dann müssen wir unbedingt, sollen wir das schon machen? Also, ja, wir haben jetzt hier ein Ding, wo es funktioniert, oder? Dieses Einzugsgebiet. So. Und dann nehmen wir noch eine Schule. Und die Schule muss natürlich auch noch recht gut alles abdecken. So. Wenn wir hier jetzt zum Beispiel ein Parkhaus machen und nochmals eine Bushaltestelle, dann ist das eigentlich optimal versorgt. Wenn ihr Fragen habt über das Spiel, Installationsanweisungen und so braucht, ich mache gerne auch ein Tutorial. Bin halt nicht so gut im Schneiden und alles Mögliche. Ich habe einfach kein gutes Programm. Und jo, da war's. So. Genau. Ich finde die Musik so toll. Machen wir die hier hin? Ist jetzt richtig? Wenn mal noch kurz. Abreise. Ich habe irgendwie zu spät geklickt. Dann war es schon nach oben. Jetzt ist es richtig. Okay, es war, glaube ich, richtig. Okay. Egal. Dann haben wir noch zum Beispiel, ja, machen wir jetzt am besten mal auf Normalgeschwindigkeit. Jetzt schauen wir mal, ob es irgendwelche Challenges gibt. Das sind so kleine Symbole, wo man irgendwie Auto fahren muss oder so. Es ist recht schwer zu steuern, aber solche Challenges müssen wir zum Beispiel machen, um etwas freizuschalten. Das ist ein bisschen doof gemacht, weil man ja die Fahrzeuge echt schlecht steuern kann. Ja, hier wird schon mal gebaut. Also ein paar Challenges werde ich wahrscheinlich verlieren. Dann bekommen wir so minus Geld oder minus Bürgermeisterbewertung über. Aber das ist nicht so schlimm, weil man das relativ schnell wieder aufholen kann. Also einfach probieren, bis ihr es könnt. Irgendwann werdet ihr es freischalten, das Zeug. Aber jetzt momentan ist noch kein Gebiet da, weil die auch noch nicht hier bauen. Also die müssen hier zuerst auch noch Wohngebäude bauen, aber es will noch niemand in die Stadt ziehen. Es gibt erst diese Industrien. Ja. Also ich werde mal versuchen, Agra zu trennen mit, oder vielleicht hier oben Agra machen und vielleicht hier unten. Oder Agra sogar in die Ecken tun, aber dann haben wir einfach das Problem, dass wir das Kraftwerk dann mit Strommästen so verbinden müssen. Wir machen mal schneller, weil das geht ein bisschen zu langsam. Die sind nicht... jetzt geht's.
Jetzt hat das Spiel auch gemerkt, dass es geht. Es ist alles verbunden. Sehr schön. Wunderbar. Also ihr seht, City Skylines und so ist natürlich schon viel weiter. Es ist natürlich ein bisschen alt. Die Grafik ist natürlich ein bisschen mau. Sind das eine Veranda hier im Garten? Habe ich schon mal so etwas gesehen? Also in der Schweiz gibt es meistens nicht so Verandas, sondern in den USA und so. Die haben jetzt zum Beispiel hier keinen Shop. Also die finden jetzt gerade keinen Shop. Wahrscheinlich zu viele Häuser. Ja, es ist bepowert, es ist nicht mit Wasser. Wasser müssen wir noch machen. Okay, dann machen wir mal hier oben. Ja, ich würde am besten die so weit wie möglich wegmachen. Die Sims tun uns einladen, unser ja, Bürgermeister zu werden. Sie wollen, dass wir ja, das Mayo Mansion holen, und das mache ich nicht so gerne. Es kostet nämlich 30 pro Monat. Ich tue es jetzt einfach mal noch nicht machen. Wenn es nervt, dann muss ich es machen. Jetzt wollen wir einfach mal einen Wasserturm hier hinsetzen. Und das müssen wir natürlich mit den Rohren in den Pipes auch verbinden. Machen wir mal das so. Und so. Und überall, wo es rot ist, braucht es Wasser. Also das müssen wir jetzt optimal jetzt so machen. Ja, es ist nicht optimal hier. Machen wir das mal noch so, einfach so wenig wie möglich Rohre auch vergeuden. So. Also hier sind die Straßen, da braucht es nicht. Dann haben wir hier zum Beispiel so, noch nach unten. Jetzt ist es da bündig mit der Unterseite von der Map. Und hier ist es auch bündig, sehr gut. Ja, jetzt ist dann gleich alles abgedeckt. So, jetzt ist alles abgedeckt. Wunderbar, jetzt ist alles mit Wasser versorgt. Jetzt brauchen wir da noch Müll, jetzt machen wir aber zuerst mal die Challenge. Ja, das ist die Trainingsmission. Jetzt müssen wir schauen, wie das geht. Ich habe es jetzt schon lange nicht mehr gemacht, hier oben rechts. Okay, nur WASD. Okay, nein, Accept. Jetzt müssen wir einfach hier noch wenden. Mal zurück. Oh Gott, die Steuerung ist recht. Ja, die ist mega schwer. Hup, hup. Hallo. Niemand ist auf der Straße. Trotzdem. Ha! Ich habe keine Chance gegen meinen Fahrstil hier, doch, City-Bewohner. Und Sims, ja. Sims, ihr habt keine Chance. Dauerhupe. Nein. Dürft nicht crashen, ihr habt nur wenig. Also da oben habt ihr so einen grünen Sims-Edelstein. Und wenn der rot ist, dann explodiert irgendwann das Auto. So orange, gelb, orange, rot wird und nach rot explodiert das Auto. Und deshalb nicht machen. Und hier bremsen. Oh Gott. Hey. Geschafft. Muss man hupen? Was muss man jetzt machen? Ah, einfach warten. So, nice job. Ja, wir haben jetzt Earned Vehicles. Und wo ist Earned Vehicles? In My Sim Modus, okay. In My Sim Modus, das ist wahrscheinlich hier unten. Earned Vehicles. Earned Vehicles ist wo? Das sind Frauen, das ist Tag, Nacht, was ist das? Beim Zeichen, was wir über den Kopf haben oder so. AZ. Also, dann machen wir mal den ersten Sim. Siegen ist Capricorn. Was ist Capricorn schon wieder? Das muss irgendwie so ein Getreide sein. Keine Ahnung, ich kann nicht so gut Englisch, dass ich Capricorn jetzt genau weiß. Was ist das eigentlich? Eine 1. Move in my Sim. Und jetzt muss ich ihn irgendwo einziehen lassen. Genau in die mega fette Villa hier. Wir müssen scheinbar noch kurz warten, es ist noch nicht fertig. Oder wir ziehen es, kommen in die schlimmste Baracke. Wo ist die schlimmste Baracke der Stadt? Ja, ich nehme jetzt einfach mal das
das Haus mit dem grauen Dach oder mit dem grünen Dach. So. Ja. Und jetzt können wir hier Vehikel. Jetzt haben wir das freigeschalten, also jetzt haben wir irgendwie ein Auto freigeschalten. Weil natürlich arm ist, haben wir nur die armen Vehikel. Und ja, also wir nehmen mal zum Beispiel dieses schlimme Auto für den ersten Sim. Der ist natürlich sehr arm, also der muss arm sein. Was denn sonst? Also ja, und dann sollte eigentlich der jetzt irgendwo herumfahren. Ja, da unten kommt er auch schon. Und jetzt können wir dem nachschauen. Also sehr gut gemacht, deshalb liebe ich Sim auch, also SimCity. Weil es einfach ein bisschen interaktiver ist. Und übrigens ist es nicht SimCity, das von 2013, glaube ich. Und es ist eben das von 2001, glaube ich. Und Rush Hour natürlich, das Add-on auch noch dazu. So, jetzt ist er nach Hause gekommen. Ersten Sim lebt hier. Und jetzt geht er ins Krankenhaus. Ne, er geht jetzt wieder hier runter. Aha. Sims Smolder for Station. Smolder. Schimmeln? Schmecken? Nein. Schauen wir mal. Bürgermeister Prager Basel. Du hast Sims. Du hast Straßen. Du hast Bilder. Nein, nicht Bilder. Du hast Wohnungen. Du hast Gebäude. Aber ja. Wir brauchen schnell was. Das ist der. Ja. Feuerschutz. Ja, wir müssen eine Feuerstation machen. Und wieso mache ich das nicht? Weil ich sparen muss, der Trager muss sparen. Ja, wir haben zwar 500.000 gehabt, aber wir haben jetzt schon mal 40.000 verloren. Also 38.000 verloren. Und ich möchte eigentlich jetzt nicht unbedingt unter die 100.000 kommen oder so. Also wenn es nicht anders geht, wenn es langweilig wird, mache ich das natürlich schon. Aber ich denke, ich möchte eher verdienen. Und ihr seht das, wir verdienen momentan nicht. Jetzt müssen wir also irgendwas machen, helfen der Duction. Und hier mal, ja, ich weiß gar nicht, wir müssen irgendwie mal schauen, wie viel brauchen wir denn. Dafür müssen wir hier aufs Fragezeichen hier unten. Jetzt einfach mal die Station, also die Klinik an Ding, und da steht jetzt zum Beispiel Patienten haben wir 83 und die Kapazität ist 125. Wenn wir jetzt das ein bisschen runtersetzen, dann kommen wir eigentlich ziemlich nah an das 83 und somit sparen wir. Jetzt haben wir zum Beispiel hier noch die Schule und hier haben wir auch viel zu viel Platz. Also einfach mal ein bisschen runter machen. Machen wir auf 70, weil wenn dann wieder überfüllt ist, dann noch, ja, nerven die Berater dann wieder. Und hier unten, das ist das Wichtigste. Ihr habt viel zu viel Kapazität am Anfang und Power genutzt wird nur 560. Das machen wir das auch nochmal runter. Jetzt müssen wir einfach schauen. Das aktualisiert nicht. Okay. Machen wir nochmal ein bisschen höher. Und jetzt schauen wir nochmals. Wir haben jetzt mehr Einkommen als Ausgaben. Also das ist wichtig, dass ihr natürlich die also der Unterschied, wo ihr verdient und nicht verdient, der so hoch wie möglich ist. Also dass ihr so viel verdient wie möglich. So, also den Leuten geht es eigentlich gut. Es gibt keine Roten mehr, außer dieses eine wegen dem Brandschutz. Aber das machen wir alles noch nicht. Jetzt haben wir 20 Minuten, ich mache mal 25 Minuten Platz wieder. Und jetzt können wir einfach mal ein bisschen noch hier verbreiten. Also, ich tue jetzt wirklich nicht schön bauen, ich tue effizient bauen. Also nicht wundern, wenn die Stadt jetzt erstmal nicht so gut aussieht. Aber ja, das müssen wir halt einfach machen. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen ausmessen. Ich will ja schon, dass die Stadt ein bisschen einheitlich ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das ist jetzt zum Beispiel 11. Machen wir hier mal 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, komm, machen wir nochmals 11.
Wir machen einfach jede 11. eine Straße. Ihr kennt das vielleicht von New York, die 11., die 25., die 120. Und wir machen jetzt einfach mal New York nach und nicht Chicago, wie es hier einfach geschrieben ist. Und ja, wir werden mal schauen, wie es aussieht. Das ist jetzt natürlich das Älteste. Hier haben wir jetzt zum Beispiel europäisch modern. Ja, modern von 2001. Und ja, also ich hoffe einfach, dass wir noch so Hightech-Industrie auch bekommen mit dem alten Baustil. Werden wir dann schauen. So, was ich immer gerne gemacht habe, ist diese hässlichen Gebäude abgerissen. Aber das hat nichts gebracht. Also die Umweltverschmutzung ist schon runtergegangen. Aber nicht so sehr, dass es jetzt sich lohnt, so viel Geld auszugeben mit dem Abriss. Sonst machen wir auch mal Naturdesasters drauf. Aber das ist meistens nicht so kontrollierbar. So, dann nehmen wir mal Garbage. Garbage, also der Müll, haben wir eigentlich noch nicht. Okay. Ja, Total Infrastructure Traded by Power Fundy Sockery. Okay, dann müssen wir das. Ja, ja. Ist gut. Ja, ist gut, Leute. Nicht nerven, gell? Okay? Die Sims nerven immer. Also, jetzt haben wir schon mehr. Jetzt müssen wir das natürlich höher schrauben. So. Jetzt machen wir ja hier auch nochmals neue Gebiete. Deshalb. Okay, da hat keine Arbeit gefunden, beziehungsweise findet keine Arbeit. Wir müssen halt auch schauen, dass die Arbeitsplätze nicht nur ein Einkommen ist, ein Dollarschein-Einkommen, sondern drei Dollarschein, damit diese Villen hier auch den gehen. Jetzt gehen wir eben noch mal kurz auf Population. Jetzt sieht man hier, es ist schon ein bisschen verschmutzt. Also hier eventuell doch nicht das Gebiet machen und hier einfach verbinden. Dann geht das jetzt nicht unbedingt so mega schnell hier rüber. Das hier auch verschmutzt ist. Oder einfach irgendwo hier das blaue Gebiet, Gewerbegebiet machen. Ja. Wasserverschmutzung ist natürlich auch dort unten. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Die können hier ja noch in Ruhe arbeiten. Okay. Wenn man Armut hat, hat man wahrscheinlich rot. Also man sieht es schon ein bisschen dunkler. Für das hier oder das hier. Es ist schon ein bisschen Armut da. So, jetzt müssen wir hier hin. Jetzt haben wir hier noch etwas Wichtiges zu machen. Und das ist, die Taxis zu machen. Und mir wurde gesagt, das kann ruhig ein bisschen höher sein. Sag mir bitte mal in die Kommentare, ich schaue sonst nach, wie hoch die Taxen eigentlich gemacht werden können, damit es nicht minus Leute gibt, die einziehen wollen. Aber wir machen jetzt alles mal eins nach oben. Das ist eigentlich gut angestellt scheinbar. Also ich hatte mal irgendwie 7 Rübel. Und da hat man halt nichts verdient. So, und dann haben wir hier zum Beispiel noch Neighbor Dies. Und das können wir natürlich nicht machen. Also was wir machen können, ist noch eine zweite Map zu machen. Das mache ich vielleicht im nächsten Part am Anfang. Dass wir dort einfach den Müll hinschippen können. Okay, wir haben Stau. Wir haben dort Stau. Dann machen wir doch die Straße noch kurz. Ja. Schwarz. Und wie soll man die Straße nennen? Einfach Schnellstraße. So, dann sollte eigentlich hier auch kein Stau mehr sein. Jetzt haben wir mehr Rot. Also genau, das Krankenhaus ist noch ein bisschen überfordert. Ja. Machen wir es mal auf 150, wenn es gehen würde. Ja, 140 reicht. Und die Schule müssen wir ein bisschen erhöhen. So, auf 100 oder 99. Okay, jetzt sollten eigentlich auch wieder mehr einziehen. Die Villa geht wahrscheinlich kaputt. Die finden keine Jobs. Jetzt müssen wir die Einkommen halt wirklich reduzieren. Ich habe es jetzt erhöht, aus Versehen. Machen wir mal auf 6. So. Ich wollte es ja eigentlich reduzieren. Also eben 7 geht eigentlich noch gut.
Aber ich will es nicht so schnell runter machen. Ich will jetzt die Leute auch nicht irgendwie verscheuchen, dass sie nicht mehr hinkommen, hinziehen wollen. Also ausziehen, weggehen. Also, machen wir das mal so. Und wir machen jetzt mal hier eins mehr oder zwei mehr und hier eins mehr. Hier machen wir eins oder zwei mehr. Hier, nein. Hier machen wir eins mehr. Hier machen wir eins mehr. Und Hightech machen wir zwei mehr. So, das reicht jetzt mal. Und sonst ist eigentlich alles gut eingestellt. Ich hoffe einfach, dass die Leute bleiben, dass vielleicht auch mehr Reiche einsehen. Bei Arme bedeutet immer so ein bisschen Umweltverschmutzung und Armut. Und deshalb müssen wir schauen, dass wir recht viele Reiche hinlocken. So, dann ist 26 Minuten. Ich würde jetzt gerne mal einfach den Part beenden. Im nächsten Part schauen wir dann in der Nachbarschaft, wie so dort ein Zeichen ist, obwohl hier nichts, niemand baut. Es ist einfach ein Zeichen, dass die Straße zu Ende ist. Ja, ich will keine Rot-Connection in die Außenseite der Map. Gut, dann machen wir hier unten auch noch eine Straße, die hier ausführt. Und ich mache dann die Map, die hier unten ist, mal zu einem Müll-Ding im nächsten Part. Also im nächsten Part machen wir mal die Stadt nicht weiter, damit wir einfach den Müll rausbringen können. Weil das jetzt in einer eigenen Map machen, wo er eine große Stadt macht und so, das gibt viel zu viel Umweltverschmutzung. So, machen die Busmission vielleicht schon im nächsten Part oder im übernächsten Part. Genau. Wieso jetzt hier aber auch kein... Ah, die sind nicht connected. Das müssen wir nochmals neu machen. Komm, das machen wir auch noch kurz neu. Das ist ja doof, die sind gar nicht connected. Das sah ich gar nicht. Vor lauter Bäumen sieht man irgendwie den Wald nicht mehr. Oder die Symbole. Ja, ist gut, ich mach's sofort wieder hin. Eieiei, ist das schlimm. Die Seite bitte. Geht doch einfach auf die Seite. Ich sehe nichts. So. Das machen wir dann irgendwann mal später. Das ist, glaube ich, der Friedhof oder beziehungsweise das Haus, das Gotteshaus. So. Genau, jetzt ist Gewerbegebiet. Jetzt machen wir hier noch. Und hier noch. Und da sollte das eigentlich gut gehen. So, kurz eine Straße hin. Ja, jetzt ist es optimal, denke ich mal. Sehr wenige Stau ist, machen wir hier auch nochmal eine Straße. Und da tun wir dann auch expandieren natürlich weiter. So, jetzt haben wir auch Gewerbegebiet. Gut, dann Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Euer Drago Basler. Tschüss. So, gespeichert. Tschüss.